Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot für heute. Ich habe mich jetzt schon versprochen, obwohl der Part noch nicht mal angefangen hat. Das kann ein geiler Part werden. Willkommen zurück. Im letzten Part haben wir Lorelei hier getroffen und die Team Rocket Rüpel mal kurz ein bisschen verprügelt. Was ist denn jetzt los? Ich verhaspel mich ja nur noch. Das kann ein lustiger Part werden. Um Gottes Willen. Nur noch am Verhaspeln, obwohl der Part gerade mal... Wie lange geht er jetzt? Seit 20 Sekunden? Wow, und ich habe mich schon über 5 Mal versprochen. Wunderbar. Oh, und schon wieder versprochen, statt einem so ein Do. Ja, das könnte lustig werden. So, was wir jetzt als nächstes machen, ist hier erstmal den Schutz ausklingen lassen. Genau. Hey, wohin soll es gehen? Bitte nach Island 5. In Ordnung, los, Seesprint-Tempo, irgendwas. Ach, wisst ihr was? Ich mach das jetzt anders. Beutel. Karte. Welches Island war das? Island 5. Kann das Island 5 gewesen sein? Nee. Island 6 könnte es gewesen sein. Nein, ich glaube, hier war es, oder? Island 7. Ich glaube, hier gab es dieses Pokémon, das ich haben will. Ja, das gab es bei den Tanibo-Ruinen, glaube ich. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Da gehen wir jetzt in Island 7. Los! Könnte das hier gewesen sein? Ich glaube, das war hier, ja. So, wir benutzen erstmal einen Top-Schutz, damit wir erstmal bis zu dieser Stelle kommen, wo denn mein geliebtes Pokémon auftaucht. Schnell durch da. Ach, puh, wieso drehst du dich genau jetzt um? Das ist doch unfair. Genau jetzt drehst du dich um, wenn ich hinter dir bin. Das ist doch... Oh. Komm. Ich rieche etwas hinter mir. Ich drehe mich mal um. Rieche ich so streng oder was? What the fuck, Level 51? Was habt ihr für Level? Endlich mal jemand, der ein gescheites Level hat. Wurde aber auch mal Zeit, jetzt brauchst du nur noch kleine Pokémon. Satenia wäre doch schon mal was, dann... Das wäre mal wenigstens ein paar Erfahrungspunkte für mich. X-Bad erreicht Level 55! Wunderbar! Als nächstes wird Satenia eingesetzt, wenn man vom Teufel spricht. Ich glaube, da bietet sich doch mein Glurak relativ gut an. Los, Glurak! Gegen das Erzähler dürftest du eigentlich, ja, relativ gute Chancen haben, mit ein bisschen Glück. Lohe Kanonade! Einmal das Erzähler zum Mitnehmen wird er gegrillt auf offener Flamme. Wunderbar. Du machst So, einmal kurz das Pokémon wechseln auf Glurak. Du drehst dich jetzt mal bitte um, dann. Du... Ich bestrafe Leute, die Pokémon missbrauchen. Warum drehst du dich erst weg und drehst dich aber sofort wieder um? Das ist doch unfair. Mann. Ja gut, wenigstens bekomme ich jetzt von dir wieder ordentlich Erfahrungspunkte, aber... Es ist trotzdem unfair. Ich wollte euch offscreen machen, damit ich euch jetzt nicht hier so... damit quäle. Gut, die Kämpfe gehen ja Gott sei Dank relativ schnell vorbei. Dank meinem Glurak. So, Nummer 1 wäre somit besiegt. Versuch Drachenwut zu erlernen. Glurak, wunderbar. Du versuchst auf Level 54 eine komplett sinnlose Attacke zu lernen. Schön. Ja, in meinen Augen ist Drachenwut relativ sinnlos. Ich mag die Attacke irgendwie nicht. Die ist mir zu schwach. Ich meine, was bringt es mir, wenn ich konstant 40 abziehe? Da trainiere ich doch lieber meine Pokémon ein bisschen und ziehe damit eine Attacke mal mehr als 40 ab. Vernichte sie mal mit einem Schlag, ja. Ist doch so. Ich meine, ich setze doch eh immer das Pokémon ein, das gegen den anderen Typen effektiv ist. Und somit ziehe ich dann eigentlich in der Regel automatisch mehr als 40 ab. Egal. Hier entlang. Hier schnell. War das nicht hier? WT. Achso, ich kann hier unten noch entlang. Alles klar.
Und ich glaube, ich bin hier richtig. Bitte nicht. Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, ich bin Nugget gefunden. Ich bin mir nicht... Dreh dich um. Dreh dich um. Dreh dich um. Du sollst dich umdrehen. Hallo? Danke. Oh, puh! Wieso drehst du... Oh! Das gibt's doch nicht. Jedes Mal dreh dich sofort wieder um, du mit deinem Lutscher da, den du in der Hand hast. Ja, meine Güte. Oh, nee. Sowas ist doch unfair. So. Tschüss, Sandama. Das überlebst du nie und nimmer. Mann, 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 Mann. Ein Schlurp. Schlurp. Okay, Schlurp. Auf Wiedersehen mit Flammenwurf. So, aber wir dürften meinem Pokémon schon sehr, sehr... Oh, ja. Es hat noch gereicht, ihn mit einem Schlag zu vernichten. Das ist schön. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, das Pokémon zu finden, das ich ins Team tun will. Leute, die Pokémon Feuerrot kennen. Ursaring, hey, du wärst eigentlich auch interessant gewesen. Fügt nämlich extrem guten Schaden zu. Wie ich finde. Was? Luekanonar hat doch Genauigkeit 100, oder? Hat Luekanonar nicht Genauigkeit 100? Und wieso zieht Fuchtler so verdammt viel ab? Weil Ursaring einen extrem hohen Angriffswert hat. Deswegen. Okay. Aber du bist ein Meister, ja? Ich bin ein Meister, ich weiß. Ich bin der Pokémon-Meister! Aber Moment mal, ich bin ja schon Pokémon-Meister. So. Denk! Ich sag darauf jetzt einfach mal nichts mehr. Oh Gott, ein Chanera auch noch. Gut, wir wissen, Chanera, extrem hohe Spezialverteidigung, deswegen Schlitzer. Gut, ja, so muss das aussehen. Chanera hat wirklich eine rotze hohe Spezialverteidigung, das ist extrem. Und extrem hohe KP. Ich glaube, Chanera gehört zu dem Pokémon mit dem meisten KP, wenn es nicht sogar das mit dem meisten KP ist. Du bist ganz schön stark dafür, dass du so niedlich aussiehst. Oh. 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 So, wir tun natürlich Slimeuggets an die Spitze. Oh, oh, ja, ich bin hier richtig. Ich bin hier, glaube ich, richtig. Ja, ich bin hier richtig. Wie geil ist das denn? So, als erstes gehen wir mal hier hin. Tanzen den Chanera-Tanz. Tanze, tanze, Chanera, tanze, mach auch mit. Tanze, tanze, möchtest du tanzen? Yeah, ich tanze mit dir. Oh yeah, ja, genau so. Und drehen, oh yeah. Hast du das gehört? Ich tanze so gut, dass ich sogar irgendwelche Geräusche mache. Was hast du denn da? Ein Lucky Punch. Erhöht, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, die Volltrefferquote für ein Chanera. So, und hier müsste jetzt das Pokémon auftauchen, das ich will. Ein Funpi, oh. Nein, ein Funpi möchte ich nicht haben. So, wir wollen ein anderes Pokémon. Nein, wir wollen kein Funpi. Kein Funpi. Ich möchte was anderes. Na? Wieder ein Funpi. Willst du mich jetzt verarschen? Gut, einmal versuche ich es noch. Ansonsten schneide ich es so lange raus, bis das gewünschte Pokémon auftaucht. So, ich bin mal gespannt. Ein Funpi. Okay, Leute.
dann würde ich mal sagen, ich versuche es mal offscreen, bis dieses gewisse Pokémon kommt. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Na endlich, da bist du ja, mein geliebtes Lavita. Dich wollte ich fangen. Los, X-Bart. Und mir fällt gerade was ein. Ich habe ja nur einen Hyperball. Ich habe nichts, um ihn irgendwie gescheit zu schwächen. Ah, mein Slimebox ist besiegt. Ich muss es wohl versuchen. Mit Hilfe eines Safe States. Hyperball, los! Na komm. Komm. Ich will den State nicht laden. Bleib drin. Wirst du, ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Habt ihr was gesehen? Nein, oder? Ich habe auch nichts gesehen. Es bleibt schon drin, du Scheißteil. Ich will keinen Meisterball auf dich schmeißen. Oh! Du dummes Drecksviech. Einmal versuche ich es noch. Komm schon, bleib halt endlich drin. Komm. Du willst es doch auch. Du dummes Drecksviech, jetzt reicht's mir. So. Jetzt reicht's mir. Habe ich meinen Meisterball halt doch verbraucht. So. Ist mir jetzt scheißegal, Leute. Egal, was ihr sagt. Ich habe jetzt einen Lavita mit dem Meisterball gefangen. So. Lavita Spitznamen gehen. Nein. Puh. Ich habe eh schon... Oh, Mann. Ein Lavita mit einem Meisterball. Yeah. Hallo, Lavita. Grüß dich und hallo in meinem Team. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lange es gebraucht hat, bis dieses Scheißviech endlich mal gekommen ist. Meine Güte, hat das gedauert. Uff. Ja. Diesen Part werde ich jetzt noch kurz zu Ende machen. Indem ich euch einfach mal ein bisschen hier das Eiland noch zeige. Und im nächsten Part sehen wir uns dann wieder. Wo sehen wir uns denn? In der Stadt wieder. Also ich zeige jetzt noch hier kurz, wie das hier aussieht. Hier sind überall solche Ruinen. Überall. Mit solchen Kammern. Diese Ruinen haben nichts. Ich wiederhole, nichts zu bedeuten. Gar nichts. Es sei denn, ihr habt irgendwie ein... Ich glaube, die haben nur was zu bedeuten, wenn ihr bei so einer Pokémon-Messe irgendwie so einen Code da bekommen habt. Dingenskirchen, schieß mich tot. Ich glaube, irgend sowas war da. Aber ansonsten, da ich nicht bei so einer Messe war, vor allem jetzt hier nicht bei dem Let's Play, haben diese Ruinen nichts zu bedeuten. Gar nichts. Ich glaube, dass man es irgendwo hier hinkriegt, dass man dieses mysteriöse Pokémon Inkognito fangen kann. Wiederum sind wir dann aber wieder beim Thema nichts, weil das Pokémon Inkognito nichts zu bedeuten hat. Schutz wirkt nicht mehr. Ui, toll. Kommen hier eigentlich schon Inkognito? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich glaube nicht. Nein, kommen keine. Nein, es kommen keine. Das, was ist hier blau, möchte Surf einsetzen. Garados setzt Surf ein. Die Lilex-Kammer. Wow. Ja, das sind eigentlich die ganzen Ruinen schon. Wie gesagt, ihr könnt hier nichts machen. Ihr könnt euch umschauen. Ganz schöne Gegend hier. Aber sonst gibt es hier nichts zu tun. Ah, stimmt, der Schutz wirkt ja nicht mehr. Ein wildes Tentacher. Wo es mir gerade einfällt, ich könnte eigentlich jetzt offscreen dann meinen Safe State laden und mein Lavita mit dem Hyperball fangen. Nee. Ich bleibe jetzt dabei. Mein Lavita ist mit dem Meisterball gefangen.
Ist doch jetzt auch egal. Komm. Ich werde den Meisterball doch wahrscheinlich eh nicht benutzt. Wenn, dann soll es schon episch sein. Der Kampf gegen Mewtwo hier so. Okay, ein wildes Tentara Level 9. So. Der Part ist schon vorbei, aber ich möchte euch noch kurz die erste... Du blödes Arschloch. Wie es sich halt genau jetzt umdreht. Oh, Mann. Ja, okay, wird halt diesmal ein etwas längerer Part. Kurz wechseln auf Gyarados, damit es schneller geht. Mann, sowas gast an. Ey, kleinen Stand setzt Finale ein, aber so blieb mir Gyarados. Und ein Georock, okay. Im Übrigen, wo es mir gerade einfällt, ein Lavita kommt relativ selten. Also, wenn ihr selbst vorhabt, ein Lavita zu fangen, nehmt ein bisschen Geduld mit, denn die Lavitas erscheinen nur zu einer, ja, Chance von 5%. Sind also relativ selten. 5%, sehr wenig. Im Übrigen gibt es hier noch ein anderes sehr seltenes Pokémon. In der ganzen Schatzschlucht. Und zwar ein Panzereron. Panzereron ebenfalls die Chance von 5%, dass es auftaucht. Aber im Endeffekt könnte es sich lohnen, weil es doch ein relativ geiles Pokémon ist. Stahlflugtyp. Cooles Pokémon. Mag ich eigentlich schon ein bisschen, aber... Nee, ins Teamtum werde ich es auf keinen Fall. Ich bin nicht gut beim Kämpfen. Ja, das habe ich bemerkt. So, jetzt darf ich aber hier endlich rein, nur weil ich euch die Einamon-Kammer zeigen wollte. Ja, das war die Einamon-Kammer. Hier drin ist auch nichts. Also was ich weiß, ist es wirklich so, dass es hier nur über diese Events was gibt. Wenn nicht, werde ich mich im nächsten Part berichtigen. Da ich mich ein bisschen informieren werde jetzt. So, aber gut Leute, das war dann mal Let's Play Pokémon Feuerrot für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Schau mich nicht an, du Fettsack. Ciao. Schau weg. Brav.